Die trauernde und süße Szene zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli sorgte in der Unterhaltungsszene für Aufregung und erregte die Aufmerksamkeit eines großen Publikums. Das Bild ihrer süß ineinandergreifenden Lippen ist nicht nur eine wunderbare emotionale Szene, sondern lässt sie auch erröten und sorgt für viele Überraschungen. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind beide berühmte Stars der Unterhaltungsbranche und ihr gemeinsamer Auftritt hat viele Menschen zum Augenrollen gebracht. Nicht nur wegen ihres perfekten Aussehens, sondern auch wegen des natürlichen und engen Zusammenspiels zwischen ihnen. Das süße Lip-Lock-Bild hat die Herzen vieler Zuschauer erobert, insbesondere der begeisterten Fans beider Künstler. Diese emotionale Szene wurde in einer bestimmten Veranstaltung oder TV-Show offenbart, bei der Florian Silbereisen und Beatrice Egli nicht davor zurückschreckten, ihre Gefühle zu zeigen. Manchmal sind Bilder ohne Drehbuch wunderbare Momente und beweisen, dass Emotionen auch in öffentlichen Situationen auf natürliche Weise entstehen können. Das Eintauchen in die Emotionen einer Figur oder Situation ist ein wichtiger Teil der Unterhaltungskunst, und Florian Silbereisen und Beatrice Egli gelingt dies hervorragend. Sie sind nicht nur hervorragende Künstler, sondern auch Schauspieler mit der Fähigkeit, eine starke Bindung zum Publikum aufzubauen. Irgendwie wurden die Fans Zeugen einer besonderen emotionalen Szene, die unvergessliche Erinnerungen hinterließ. Die Raffinesse und Süße des Lip-Lock-Bildes hat bei vielen Menschen Freude und Mitgefühl für die Liebe von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hervorgerufen. Es tauchten jedoch auch viele widersprüchliche Meinungen auf, die Fragen zur Privatsphäre und Aufrichtigkeit solcher Momente aufwerfen. Obwohl viele Fans die Aufrichtigkeit des Künstlerpaares schätzen, gibt es auch diejenigen, die denken, es handele sich nur um einen Werbetrick oder um einen Teil eines inszenierten Szenarios. Unabhängig von der persönlichen Meinung jedes Einzelnen hat das süße Lip-Lock-Image zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli dazu beigetragen, ihre Namen in der Unterhaltungsbranche hervorzuheben. Vielleicht ist dies eines der denkwürdigsten Ereignisse und erregt große Aufmerksamkeit bei der Zuschauergemeinschaft. In einem mitreißenden Auftritt vor einem treuen Publikum sorgte das talentierte Künstlerpaar Florian Silbereisen und Beatrice Egli für einen unvergesslichen Moment, als sie gleichzeitig auf der Bühne die Lippen berührten. Diese Veranstaltung begeisterte nicht nur die Stände, sondern begeisterte auch viele Fans mit ihrer unverwechselbaren Schönheit und Zuneigung. Florian Silbereisen versteht es mit seinem Showtalent und seinen hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten stets, bei jeder Veranstaltung für interessante Überraschungen zu sorgen. Auf der Bühne nutzte er die Festivalatmosphäre, um einen romantischen Moment zu schaffen und zeigte seine aufrichtige Fürsorge und Zuneigung für seinen Künstler. Die beiden Spalten absolut identisch sind. Also haben wir gezeigt, dass diese Aussage das gleiche bedeutet wie diese Aussage. Wir haben gezeigt, dass beide Aussagen äquivalent sind. Also könnte man jetzt auch Folgendes hinschreiben. Wir haben gezeigt, dass diese Aussage äquivalent ist zu dieser Aussage. Hier brauche ich jetzt keine Klammer drum zu machen, weil das und bindet stärker als die Äquivalenz, aber um es vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, mache ich da nochmal eine Klammer drum rum. Wir haben jetzt gezeigt, dass diese Aussage äquivalent ist zu dieser, weil nämlich hier die beiden Spalten identisch sind. Man kann hier schon aufhören, wenn man sieht, die beiden Spalten sind identisch. Ich mache jetzt trotzdem mal Folgendes. Ich schreibe hier nochmal die Gesamtaussage hin, damit Sie auch wirklich sehen, was passiert, wenn wir jetzt hier die Äquivalenz zeigen. Also diese Aussage ist äquivalent zu dieser hier.
So. Wann sind zwei Aussagen äquivalent? Wenn sie entweder beide gleichzeitig falsch sind oder beide gleichzeitig wahr. So. Diese, es geht um diese und diese. Ja? Hier sind beide wahr, also steht dann wahr. Hier sind beide falsch, also steht hier ein wahr. Denn Äquivalenz gilt ja, ne? Wenn beide falsch sind, ist die Äquivalenz wahr. Hier sind beide falsch, wahr, und unten sind beide.